Hallo, da sind wir wieder in Vault 76 und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Fallout 76. So, da sind wir wieder. Erstes Video ist oben, Ton funktioniert und ich habe gesehen, es hat genau 18 Minuten. Die nächsten Folgen, mal gucken, das muss ich ein bisschen einspielen. Wahrscheinlich wird mal eine Folge 15 Minuten sein, mal eine Folge 30 Minuten, das gucken wir einfach mal. Das war einfach, glaube ich, der günstige Moment, hier mal kurz innezuhalten und solange ich noch keine Möglichkeit habe, ein Endscreen zu machen oder irgendwas Tolles, wird das halt so weiterlaufen, dass ich irgendwo mich in der Ecke stelle und sage, so, ich glaube, wir beenden das Ganze mal hier. Und ich weiß auch noch nicht, wie viele Videos pro Woche erscheinen, ob ich das täglich schaffe, ob ich mal hier ein bisschen aufnehme, da ein bisschen aufnehme. Das ist ja alles ein kleines Freizeitprojekt und wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ich bin im Niveau flexibel und wie gesagt, herzlich willkommen zurück. Wir sind im Büro der Aufseherin. Die hat uns ja schon gesagt, dass sie Vault 76 verlassen hat und so ihre ganz eigene Mission hat. Und wir wollen ja herausfinden, was ist denn die Mission der Aufseherin? Dann gucken wir doch mal. Und zwar in diesem Terminal. Nur für Aufseher. Okay. Wenn ihr es nicht weiter sagt, sage ich es auch nicht weiter. Der Vault-Tech-Bericht. Vertraulich, vertraulich. Nur für Aufseher. Verstoß. VTP 00. 25. In Zahl. 25 Jahre. Nachdem sich die Vault-Türen geschlossen haben, ist es ihre Aufgabe, ihre Bürger auf das Verlassen von Vault 76 vorzubereiten und mit der sogenannten Rückeroberung zu beginnen. Genauere Einzelheiten werden Ihnen automatisch zugestellt, sobald der Zeitpunkt näher rückt. Nach dem Rückeroberungstag sind Sie angewiesen, persönlich drei Atomraketensilos namens Alpha, Bravo und Charlie zu lokalisieren und zu sichern. Falls diese Standorte nach wie vor atomtauglich sind, haben Sie dafür zu sorgen, dass niemand außer Vault-Tec Zugang erhält oder nukleare Bewaffnung initiiert. Klar und deutlich ausgedrückt, selbst wenn andere Instanzen, Regierung, Militär oder ähnliches, Anspruch erheben sollten, ist diese unter allen Umständen zu ignorieren. Die Zuständigkeit liegt alleine bei Vault-Tec. Spannend. Herzlichen Glückwunsch, Aufseherin. Vault 76 ist eines der bedeutendsten Projekte, die Vault-Tec je abgeschlossen hat. Bei seiner Errichtung und Auswahl von Personal und Bewohnern wurden keine Kosten gescheut. Wir haben die Creme de la Creme Amerikas auserwählt, darunter auch einige Koryphäen der Vault-Tec-Universität. Kleine Anmerkung. Da war doch Kellogg dabei im Intro und ich habe auch Desdemona von der Railroad gesehen. Zufall? Oder ein Easter Egg. Die Spezialkurse und Anweisungen, die Sie zur allgemeinen Führung eines Vaults erhalten haben, gelten nicht für diesen Auftrag. Vault 76 ist etwas Besonderes. Ihre Mission lautet, für den Lebensunterhalt und das Wohlergehen Ihrer Bewohner zu sorgen und sicherzustellen, dass Sie bereit sind, Amerika neu zu besiedeln, sobald die Entwarnung erhalten haben. Sobald Sie Entwarnung erhalten haben. Es ist zu erwarten, dass Sie mit Herausforderungen konfrontiert werden, auf die wir Sie nicht vorbereiten konnten. Passen Sie sich an, lernen Sie, seien Sie erfolgreich. Amerika zählt auf Sie. Ablauf der Operation. Oh Gott, alltägliche Pflicht. Ihre Aufgabe als Aufseherin ist es, für die allgemeine Gesundheit und Sicherheit von Vault 76 zu sorgen. Der Verlust von Leben ist um jeden Preis zu verhindern. Die Vault-Bewohner wurden sorgfältig anhand ihrer speziellen Fähigkeiten und Persönlichkeiten ausgewählt. Aufgrund der besonderen Begabung der Vault-Bewohner müssen sie zur Aufrechterhaltung der Ordnung möglicherweise einzigartige Herausforderungen meistern. Als letztes Mittel kann jedes Domizil einzeln verriegeln und die jeweilige Bewohner oder Bewohnerin für einen bestimmten Zeitraum festgesetzt werden. Kalkulieren Sie doch jedoch ein, dass erzwungene Einzelhaft möglicherweise schwere psychologische Konsequenzen nach sich zieht. Obgleich die Türen von Vault 76 nicht von innen geöffnet werden können, sollten Sie dafür sorgen, dass sich im Eingangsbereich kein unautorisiertes Personal aufhält. Das Sicherheitsteam wird Waffen und Munition nach der situationsbedingt revidierten Eintrittsphase verwahren und lediglich mit nicht tödlichen Geräten bewaffnet sein. Wenn Amerika wieder aufgebaut werden soll, kommt es auf jedes Leben in diesem Vault an. Schützen Sie sie alle. Und dann noch die vorgeschriebene Abschaltung. Unsere Studien haben gezeigt, dass Testsubjekte selbst nach vergleichsweise kurzer Zeit von den Annehmlichkeiten eines Vaults abhängig werden können. Das darf in Vault 76 nicht geschehen. Nachdem die Entwarnungsnachricht erhalten haben, wird
Das mit dem Vorlesen muss ich noch ein bisschen üben. Nachdem Sie die Entwarnungsnachricht erhalten haben, wird Vault 76 innerhalb von 24 Stunden alle Funktionen einstellen. Als letzte Stufe wird auch die Luftzirkulation deaktiviert. Sie sollten die Vault-Bewohner daher warnen, dass der Aufenthalt im Vault nach Ablauf der Frist tödlich sein kann. Nett. Alle müssen das Netz verlassen. Es ist unbedingt erforderlich, dass sich alle Bewohner auf ihre wichtige Aufgabe konzentrieren, Amerika wieder aufzubauen. Und was sind wir? Wir sind der Letzte. Archivierte Dateien? Oh, okay. Der Rückeroberungstag ist da. Wir haben die Zeit bis Mitternacht runtergezählt. Ich habe alle nicht mehr so jubeln sehen, seit das erste Vault-Baby geboren wurde. Ich musste den Sicherheitsdienst holen, um ein paar Leuten in ihre Betten zu helfen. Dann haben die Freiwillige und ich alle Aufstelle aufgebaut, genau wie wir es geübt hatten. Ich muss noch ein paar letzte Aufnahmen machen und dann wird es Zeit, durch die Tür nach draußen zu treten. Ich wünschte, ich könnte den anderen auf ihrem Weg helfen, aber ich weiß, dass sie mich stolz machen werden. Überleben geht vor. Wie angewiesen sind die Überlebenspakete bereit. Ich habe allen geraten, sich so schnell und so weit wie möglich von Vault 76 zu entfernen, sobald sich die Türen öffnen. Wir haben keine Informationen darüber, was uns erwartet. Vault-Tec sagt, wir sind Amerikas größte Hoffnung. Jetzt werden wir es herausfinden. Und der Jahresrückblick 2100. Ein weiteres Jahr liegt hinter uns, die Mission geht weiter. Größte Sorgen. Gegenwärtig sind 6 Bewohner aus disziplinarischen Gründen inhaftiert. Letztes Jahr waren es noch 4. Der Moraloffizier hat es geschafft, die schlimmsten Gerüchte über Appalachia zu unterdrücken. Also Kannibalen, Mutanten, brennender Regen, was auch immer. Die Stimmung ist aber noch angespannt. Es ist im Allgemeinen nicht schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Der Stammbaum der meisten Bewohner ist beeindruckend, um es vorsichtig auszudrücken. Aber Kompetenz bedeutet manchmal auch Arroganz. Und Arroganz bedeutet, dass meine Autorität auf die Probe gestellt wird, öfter als sie sollte. Die Hydrokulturen konnten kaum mit der Nachfrage Schritt halten. Ich hasse den Gedanken, eine verpflichtende Rationierung einzuführen. Aber im Jahr 2101 könnte das notwendig sein. 76 Platz aus allen Nähten. Wir sind mehr, als wir erwartet haben. Größte Erfolge. Die Preisverleihungen sind eine tolle Möglichkeit, die größten Egos zu streicheln, die alle so verdammt ehrgeizig sind. Der Tiefpunkt war der Verlust eines Zahnes im Kampf um den Preis für die beste Zahnhygiene. Die Führungskräfte waren wie immer vorbildlich, sehr zuverlässig und loyal. Es war verdammt anstrengend, die größten Streber versöhnlich zu stimmen, aber irgendwie haben wir auch dieses Jahr überstanden. Die Vault 76 Weltmeisterschaft hat sich als großer Erfolg erwiesen. Der Ball zerstörte fast die Jukebox, aber die positive Stimmung im Atrium war einfach fantastisch. Die gelöschten Daten sind gelöscht. Aufseher-Logbuch. Oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation. Denn wer das hier hört, hatte den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass Sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich Ihre Hilfe. Ich habe eine Aufgabe erhalten und beschlossen, gegen das Protokoll zu verstoßen, indem ich Ihnen davon berichte. Denn wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass wir uns aufeinander verlassen müssen. Es gab in Appalachia 3 aktive Atomraketensilos, bevor die Bomben fielen. Die Welt wurde schon einmal in die Luft gejagt. Das darf nicht nochmal passieren. Also müssen wir alle Silos finden und sichern. Oder bei dem Versuch draufgehen. Ich hoffe auf Ersteres. Aber mittlerweile sind 25 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, was wir da draußen finden werden. Oder wo wir anfangen sollen. Ich habe die Anweisung erhalten, mich zum nächsten Bevölkerungszentrum zu begeben und die Lage einzuschätzen. Ich richte unterwegs ein Camp ein, sobald ich mich orientiert habe. Treffen Sie mich dort. Na, das machen wir doch glatt. Nachdem ich herausgefunden habe, ob wir das Holoband mitgenommen haben. Haben wir mitgenommen. Okay. Alles klärchen. Wir. Tschüss. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach draußen. Merryman. Denken Sie daran. Sie müssen es nicht im Alleingang versuchen. Finden Sie andere und schließen Sie Freundschaften. Aber klar. Vergessen Sie Ihr Camp nicht. Das ist überlebenswichtig da draußen.
Das Überleben draußen wird ein Kinderspiel sein. Dank des Computerassistenzsystems für mobile Produktion. Oder kurz gesagt, CAM. Sehr eingängig. Wer Fallout 4 gespielt hat, der weiß es noch. Wir haben Siedlungen gebaut. Wir haben uns überall niedergelassen, wo es ging. Und wir haben kleine Dörfer errichtet, bis der Balken voll war. Und wir gesagt haben, schade, eigentlich hätten wir hier noch weiterbauen können. Das Camp in Fallout 76 ist tatsächlich so eine kleine Siedlung to go. Müssen wir uns mal angucken, wie groß das wird oder wie groß das eigene Camp sein darf. Aber ich denke mal, das ist schon praktisch, wenn man sein Dorf mitnehmen kann. Und ich weiß nicht, wie groß es werden darf, aber ich bin mal sehr gespannt, ob es groß werden darf. Also, das ist schon die Taschenlampe gewesen. Okay. Da dürfen wir nichts mehr mitnehmen. Da auch nicht. Personalterminal. Letzte Warnung. Alle Personen, die nicht Mitglieder der Personalabteilung sind und auf dieses Terminal zugreifen, sind unverzüglich beim Sicherheitschef zu melden. Es werden keine Ausnahmen gemacht. Entschuldigung. Korrespondenz. Nuka-Cola-Cherry vermisst. Von Daily J. Nuka-Cola-Cherry. Nur weil wir gehen, hat niemand das Recht, von meinem Vorrat Nuka-Cola-Cherry zu stehlen. Ich habe diese Flaschen seit über 20 Jahren rationiert. Wenn ich den Dieb erwische, wird das Konsequenzen haben. So wahr mir Gott helfe. Kann ich nachvollziehen, wenn es mal wieder Lieferengpässe bei Kirschkrola gibt. Ich kenne das. Wenn der große Supermarkt an der Ecke die gerade nicht hat und ich habe drei Flaschen hier und irgendjemand trinkt mir die weg, ich würde zum Tier. Meine Versetzung von Sullivan. Mir ist bewusst, dass es unter den derzeitigen Umständen trivial erscheint, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn meine Versetzung noch vor dem Rückeroberungstag bearbeitet werden könnte. Ich habe viele Jahre dafür gearbeitet, alle schriftlichen, mündlichen und körperlichen Tests zu bestehen, um Sanitärtechniker zu werden. Ich habe einen Doktor in Ingenieurswissenschaften von der GSU und möchte meine Zeit im Vault 76 nicht als Getränkeverkäufer beenden. Bitte geben Sie mir die Anerkennung, die ich mir verdient habe. Vielen Dank im Voraus. Sanitärtechniker mit Doktor. Löschen alle Aufzeichnungen. Vault-Text-Vorgaben sind Rückeroberung. Ne. Seht ihr, da habt ihr das wieder. Noch einmal. Vault-Text-Vorgaben zur Rückeroberung sind klar festgelegt. Alle Aufzeichnungen müssen vor dem Rückeroberungstag gelöscht werden, um das klarzustellen. Danach wird es keine Personalabteilung und auch kein Vault 76 mehr geben. Alle laufenden Projekte werden beendet. Falls Sie aus irgendeinem Grund keine Zeit zum Löschen Ihrer Dateien haben, schicke ich jemanden, der das erledigt. Wenn Sie möchten, können Sie das gerne der Aufseherin vortragen. Och. Personalakten. Oh Gott. Alle Dateien gelöscht. Okay. Alle Dateien gelöscht. Alle Dateien gelöscht. Nicht gespeicherte Arbeit. Villanueva. Vorherige Tätigkeit. Senior VP Gibraltar Incorporated. Bildungsgrad und Doktortitel in angewandter Kommunikation. Cambridge. Errungenschaften. Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses. Nationaler Debattierchampion. Tätigkeit. Friseur. Nun gut. Hören Sie nie auf zu lernen. Machen Sie das Beste aus sich. Aber natürlich. Denken Sie an eines der vielen, vielen Mottos von Vault-Tec. Wer schwer arbeitet, ist schwer glücklich. Ja. So sieht's aus. Die Skillkarten. So, und jetzt kommen wir langsam mal näher. Jetzt, das ist das Special-System. Was wir gerade schon hatten. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück. Und das, was ich schon angedeutet habe. Stärke wird das erste sein, was wir nehmen. In Fallout 4 war das so, dass man ja so Skillbäume hatte. Das werden wir vielleicht in einem anderen Let's Play nochmal sehen. Ich denke, dass wir Fallout 4 auch nochmal auf diesem Kanal sehen werden. Oh Gott, das werden lange Nächte. Hier läuft das mit Karten ab. Anderes Perksystem, auch nett. Schauen wir mal, ob das besser oder schlechter wird. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Der Gladiator, deine Einhand-Nahkampfwaffen verursachen nun 10% Schaden mehr. Und ich würde sagen, da wir wahrscheinlich mit Einhand-Nahkampfwaffen starten werden in dieses Spiel, nehmen wir das doch einfach mal.
Und mehr haben wir auch schon nicht. Stufe 2. Und die Schiebetür wird geöffnet. Und diese Schiebetür wird geöffnet. Sicherheitsterminal entsperren erfordert Skill 0 ab Skill 0. Ah, ja. So, auch dieses. In Fallout 4, wer es schon kennt, der weiß, da ist es ganz schön tricky. Wir haben zwei Möglichkeiten, hier ranzugehen. Da oben sieht man, wir haben 4 Lösungsversuche, dieses Wort einzugeben. Die Treffer, die uns angezeigt werden, sind dann immer ein Treffer, zwei Treffer, drei Treffer. Und das ist dann auch schon der Buchstabe an der Stelle, wo es passt. Also zum Beispiel, wenn das T gezeigt wird, dann wir haben einen Treffer, dann kann das halt zum Beispiel das T sein und wir können gucken, hier T, There oder Track wäre dann auch möglich. Wir können aber ein bisschen den Trick anwenden und versuchen, Klammern zu finden. Runde Klammern, eckige Klammern, spitze Klammern. Und wenn wir diese Klammern finden, was wir hoffentlich jetzt tun, dann setzen wir entweder die Möglichkeiten zurück oder wir können Falscheinträge löschen. Habe ich auch erst in einem anderen Let's Play rausgefunden. Hier zum Beispiel haben wir zwei runde Klammern und zack, Falscheintrag entfernt. Also der war es zum Beispiel nicht. Ist ein bisschen mühselig, wobei das natürlich jetzt noch Skill 1 ist und das ist noch relativ einfach. Nur ein bisschen mühselig, sich da einmal durchzubuscheln. Da ist wieder eine runde Klammer und wieder ein Falscheintrag, weniger. Gehen wir es einmal durch. Da sind keine, da sind keine, da sind keine, da sind auch keine. Auch da ist nichts mehr. Schade, schade, schade. Aber hier sieht das ganz gut aus. Und zwar einmal da. Und einmal nochmal da. So. Ein paar Einträge weniger. Dann gucken wir doch einfach mal, ob es Booty ist. Booty hat 2 Treffer. So, und jetzt geht schon wieder los. Sizes, da ist kein Buchstabe, der in Booty drin ist. Booty und Board, also das B und das O, das wären 2 Treffer, könnte funktionieren. Und das ist es. Die Vault 76, Sicherheitsanweisung. Vault 76 ist einer der wertvollsten und bedeutendsten Vaults in unserem Netzwerk. Dementsprechend muss diesen Anordnungen um jeden Preis Folge geleistet werden. Die Zukunft Amerikas steht auf dem Spiel. Sobald Sie die Aktivierungsmeldung erhalten, ist Ihr Team autorisiert, nötigenfalls tödliche Gewalt anzuwenden. Eliminieren Sie entschieden alle Bedrohungen, die verhindern könnten, dass Ihre Bewohner rechtzeitig die Sicherheit des Vaults erreichen. Es werden ausschließlich autorisierte Bewohner aufgenommen. Alle weiteren Personen müssen als gegnerische Kämpfer eingestuft werden. Stellt euch das mal vor, da ist ein Bunker, da ist ein Atomangriff und ihr denkt sich, super, da komme ich rein und die lassen euch nicht. Nett. Die Aufseherin verfügt über spezielle Anweisungen für den Zeitraum nach der Aktivierungsnachricht. Sobald der Eintrittsvorgang abgeschlossen ist, muss ihr Team alle Waffen in die vorgesehenen Behälter sperren. Anschließend werden sie weitere Befehle erhalten. Vertrauen Sie Ihrer Aufseherin, gehorchen Sie Ihrer Aufseherin. Jedes einzelne Mitglied Ihres Teams wurde für diesen Auftrag handverlesen. Vault-Tec glaubt an Sie. Wenn Sie zusammenarbeiten, werden Sie erfolgreich sein. Vorfallsbericht. Alkoholisierter Ruhestörer. Jill hat M. Thompson laut singend im Nachtzyklus erwischt. Er ist in die Rückeroberungspartyläden gegangen und hat sich ein Sechserpack geborgt. Die Regeln besagen, dass bei Diebstahl die Abregelung erfolgen muss, aber das wäre übertrieben. In 2 Tagen sind eh alle raus. Thompson steckt jetzt in der Arrestzelle, um seinen Rausch auszuschlafen. Das ist doch nett. Übergriff versucht. Nakamura hat eine Beschwerde untersucht, die unser lieber Freund Jake eingereicht hat. Jake hat behauptet, dass Jefferson ihn mit Absicht geschubst hätte, um ihn zu verletzen. Nakamura hat einen Zeugen gefunden und Jake war lediglich sanft aus dem Weg geschoben worden, als er Jefferson als nichtsnutzigen Idioten angegangen hatte. Hab den Chef gefragt, ob wir Jake wegen Falschaussage drankriegen, aber er meinte, dass Jake technisch gesehen angegriffen wurde. Die Beschwerde wurde fallen gelassen. Oh Mann, ich hasse Anwälte. Untersuchung von unautorisiertem Zugriff. Terminal 023B wurde letzte Nacht gehackt. Sandy hat das untersucht und wir wissen nicht, wer es war. Es wurde auf die Rückeroberungsdateien zugegriffen, was den Chef wütend macht. Was erwartet er denn? Bei der Hälfte der Bewohner handelt es sich um Genies. Wie sollen wir sie denn von Dateien mit beschränktem Zugriff fernhalten? Haben die Schichten verdoppelt, um mehr Augen da draußen zu haben. Als ob das helfen würde.
und einen Diebstahl untersucht. Noch eine Beschwerde von Jake, schon wieder. Hab Nakamura hingeschickt, da sie die Einzige ist, die diesem Kerl nicht den Hals umdrehen will. Jake behauptet, dass eine Kiste Zuckerbomben aus seinem Zimmer fehlt. Er verlangt, dass wir das untersuchen. Eine Kiste Zuckerbomben? Ich habe Nakamura gesagt, dass sie die Untersuchung einstellen soll. Der Rückeroberungstag rückt näher. Da haben wir Wichtigeres zu tun. Sicherheitsaufzeichnung, der letzte Eintrag. 25 Dienstjahre, keine Gefallenen und eine epische Verabschiedung. Ich habe ein letztes Mal darum gebeten, die Bewohner vor Öffnung der Türen zu bewaffnen, aber mein Gesuch wurde abgelehnt. Ich hoffe feierlich, dass spätere Generationen Vault 76 besuchen werden, dass sie lesen und erfahren, wie unglaublich engagiert ihre Vorfahren waren, wie wir Amerika aus der Asche wiedergeboren haben. Aber ehrlich gesagt habe ich auch etwas Angst. Falls die Experimente den anderen Vaults schief gehen, davon kann man wirklich Albträume kriegen und ich weiß ja längst nicht alles. Wenn es uns gelingt, zusammenzuhalten, haben wir vielleicht eine Chance. Geheimhaltung, musste Casey inhaftieren, da er über die Aktivierungsnachricht geredet hat. Die Katze ist aus dem Sack, aber Befehl ist Befehl. Das Protokoll sieht vor, dass wir morgen alles ankündigen. Aber ich kann die Aufregung jetzt schon spüren. Das Team fragt ständig, was uns da draußen wohl erwartet. Die Atomraketen haben unsere externen Sensoren zerstört. Wir sind also blind. Nur die sekundären Geigerzähler sind noch funktionsfähig. Das Gerede wird immer wilder. Überall wird getuschelt, wer sich nach der Rückeroberung mit wem zusammentut. Ich fürchte fast, dass die größte Gefahr für das Projekt nicht da draußen lauert, sondern im Inneren des Walls. Die Bewohner sind eine eindrucksvolle Truppe, aber wehe, wenn sie losgelassen werden. Und alles erledigt. Das Team hat die Aktivierungsnachricht-Checkliste komplett abgearbeitet, Protokolle gelöscht, unwichtige Ausrüstung sichergestellt, Rückeroberungskits beschafft und so weiter. Die ganze Prozedur war in Rekordzeit erledigt, als ob wir jahrelang dafür geübt hätten. Manchen passt es nicht, dass die Bewohner entlassen werden sollen, ohne dass die Aufseherin ein Auge auf sie hat. Aber alles in allem eine solide Leistung. So. Haben wir das doch auch? Dann gucken wir mal, gibt es hier noch irgendwas? Es war ja von Waffen die Reden. Ist hier irgendwo etwas, was wir mitnehmen können? Wahrscheinlich. Unzugänglich. 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 Gucken wir da unten nochmal. Uns hetzt ja keiner. Wir sind ja eh die Letzten. Auf Wiedersehen. Aloha. Ciao. Arrivederci, au revoir, goodbye, vaya con Dios, bien viaje. Sie werden so schnell erwachsen. Ja, dann Tschüssikowski, hey da und wie auch immer. Und gehen wir mal ins Licht. Survival Guide. Vault 76 sollte die besten und hellsten Köpfe im Falle der nuklearen Vernichtung retten. Am Rückeroberungstag sollten sie ihn verlassen und nach dem Wiederaufbau Amerikas beginnen. Dieser Tag ist heute. Wird geladen. Stufe 2. Und wenn wir nur die besten und klügsten Köpfe überhaupt sind, was sind wir? Wer sind wir? Warum sind wir? Was können wir? So. Quest abgeschlossen, der Rückeroberungstag. Und erster Kontakt. So, die Vault 76 Tür. Finde die Aufseherin. Und da kommen wir nicht mehr rein. So, werfen wir mal einen kleinen Blick über Appalachia. Im Dunkeln. Also was ich schon sagen kann, Fallout 76 gefällt mir optisch ein kleines bisschen besser als Fallout 4. Muss man sehen, ob das der erste Eindruck ist oder ob sich das auch so ein bisschen durchzieht. Fallout 76 ist natürlich die gleiche Engine, die gleiche Grafik, man wird das sehen, das sind die gleichen Elemente. Also alles, was man in Fallout 4 gesehen hat, das sieht man auch in Fallout 76. Außer die NPCs, die hat man leider draußen gelassen, was ich finde schade ist und vielleicht auch ein Fehler. Ab und zu mal eine Raiderbande oder ab und zu mal irgendwas, was mit dir redet oder irgendwie sowas wie eine Stadt wie Diamond City, in der man ein bisschen interagieren kann. Ich glaube, das wäre nicht schlimm gewesen. Das haben andere Online-Rollenspieler auch. Das hatte selbst World of Warcraft schon, dass man mit Leuten reden konnte. Aber gut. Allerdings ist die Grafik ist hier ein bisschen aufgehübscht. Also es erinnert mich ein bisschen an The Witcher 3 zum Beispiel.
wo das letzte DLC Blood and Wine nochmal so alles ein bisschen aufgehübscht hat, ein bisschen mehr Farbe reingebracht hat. Und ich denke, das hat das Team von Bethesda hier auch gemacht. Nun gut. Schauen wir mal in unseren Pip-Boy. Das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben 99% sind wir satt und 97% sind wir noch nicht am Verdursten. Das ist auch schön. Wir sind im Niveau flexibel und wir haben Stufe 2 und wir haben 275 Trefferpunkte und 70 Aktionspunkte. Effekte haben wir noch nicht. Kleidung haben wir. Wir haben die Brille mit schwarzem Gestell und wir haben den Partyhut. Sieht dann so aus. Ja. Hilfsmittel. Wir haben ein bisschen aufbereitetes Wasser. Wir haben Redex. Strahlungsresistenz für 10 Minuten, aber erhöht den Durst. Wir haben das Redaway. Entfernt 300 Reds. Erhöht Durst, Hunger und die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten, Chance, Mutationen zu heilen. Und wir haben 5 Stimpacks. Stellt Gesundheit wieder her. Einen anfänglichen Schub folgt eine langsame Heilung. Gut. Diverses haben wir noch nicht. Die Holos. Wir haben das Aufseher-Logbuch. Und wir haben das Spiel, was wir am Anfang gespielt haben. Notizen haben wir noch keine gefunden. So wird sich Fallout 76 auch höchstwahrscheinlich spielen. Man wird irgendwo Notizen finden, Holobänder finden, irgendwas finden. Und das bringt einen dann wieder auf neue Spuren, neue Quests. Irgendwie so. Aus dem Schrott, bisschen Holz, bisschen Stahl, bisschen Stift, bisschen Stoff, bisschen Kleber, werden wir Häuser bauen, Waffen bauen. Das wird noch lustig. Mods haben wir natürlich noch nicht. Und Munition haben wir auch noch nicht, weil wir haben ja auch noch keine Waffe und einfach mal nichts. So, die Hauptquest, der erste Kontakt, die Aufseherin hat südlich des Walls ein Camp errichtet. Wenn ich der Straße folge, werde ich es wahrscheinlich finden. Wahrscheinlich liegt es in der Nähe des Flusses, also sollte ich zu dieser Kreuzung gehen. Nebenquest haben wir noch nicht, tägliches Ereignis haben wir noch nicht. So, Radio werde ich auslassen. Einmal ganz kurz. Das klassische Radio war zugegeben in Fallout 4 niemals meins. Und auch gerade die Minutemen sind ja auch über das klassische Radio gegangen und boah, bitte nicht. Radio Village, ja? Gute Oldies wie in Fallout 4. Wenn ihr die Musik sucht oder mal anhören wollt, einfach über YouTube, da gibt es genug Sachen zum Anhören. Ich weiß aber wirklich nicht, wie das hier ist mit dem Let's Play und ich weiß nicht, wie das dann mit der GEMA funktioniert. Das lassen wir lieber. So, das Responder-Lagersignal müsste uns irgendwie sagen, aufgrund der Stärke, wo es ist und wie auch immer. Oh, hallo Leute. Hallo. Also da wissen wir schon, wir müssen zur Kirche gehen. Das klingt doch nett. Das ist doch die schönste Belohnung, die man kriegen kann. Bier und Party. So, da. Gucken wir noch mal, was hier so funktioniert. Und wir haben... Na, da gehen wir noch nicht hin, da ist nichts. Niedliche kleine Kerlchen, die uns noch nicht gesehen haben.
von denen ich jetzt aber nicht weiß, ob sie im Faustkampf besser sind oder schlechter als wir.